In den 1960er Jahren brauchte die französische Wirtschaft ausländische Arbeitskräfte. Es werden Italiener, Portugiesen, Algerier und Spanier ins Land geholt. Viele Spanier. 1960 sind es bereits 400.000. Unter ihnen Paco und Paquita, meine Eltern. Sie kommen aus Spanien und landen in Chartres, einem Dorf in Burgund in der Nähe der Stadt Mâcon. Dort lebt bereits ein Teil der Familie, der zuvor ausgewandert war. In Frankreich hat Paquita den Blues. Es ist kalt und sie sieht zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee fallen. Paco findet Arbeit in Paris, er pendelt. Aber meist ist Paquita mit meinem Bruder und meiner Schwester allein und eines schönen Tages ist sie mit mir schwanger. Ich bin also am Fuße der Weinberge in Chartres geboren. Als ich 2 bin, ziehen wir in den 10. Stock eines Wohnblocks in Mâcon. Das Gebäude ist sehr kosmopolitisch. Man orientiert sich nach Nationalitäten. Wir sind die Spanier aus dem 10. Stock. Zu Hause bei meinem französischen, italienischen, portugiesischen oder algerischen Freunden roch und klang alles jeweils anders. Ich liebte das. Es gab eine Art unsichtbare Grenze, die Schwelle zu unserer Wohnung. Bei uns zu Hause wurde Spanisch gesprochen. Es roch nach frittiertem Olivenöl und ich wurde Lorenzo genannt. Aber sobald ich auf den Flur trat, wurde Französisch gesprochen. Ich wurde Laurent genannt und es roch nach Butter. Es gab also schon sehr früh Laurent und Lorenzo. Tja, wer war ich eigentlich? Laurent oder Lorenzo? Franzose oder Spanier? Zugegeben, wir waren nicht die Einzigen. In den 1960er Jahren sprach Mâcon Spanisch. Es gab die Marquez, die Rodriguez, die Gomez, die Jiménez, die Cabezón und so weiter. Spanien, das war zu Hause. Oder wenn wir in den Ferien dorthin fuhren, zu siebt in einen Ford Taunus gequetscht. Manchmal kam Spanien auch zu uns, bis in unsere Häuserblocks. El Tío de los Chorizos, der Chorizo-Mann, fuhr einmal im Monat mit seinem grauen Lieferwagen vor unserem Häuserblock vor. Sofort liefen alle spanischen Mütter herbei und kauften bei ihm Chorizos, Morcilla, Mantecados und Garbanzos, die er aus der Heimat mitbrachte. Damals bedeutete Spanisch sein in Frankreich, Maurer zu sein wie mein Vater oder Putzfrau wie meine Mutter. Spanisch zu sein bedeutete auch, aus dem Land mit der letzten Diktatur Westeuropas zu kommen, und das war ein bisschen peinlich. Am 20. November 1975, meinem 11. Geburtstag, bekam ich mein schönstes Geschenk. An diesem Tag stirbt Franco, der gefürchtete Caudillo, der 39 Jahre lang über Spanien herrschte. Endlich! Spanien befreit sich. Aus einer alten Diktatur wird eine junge, kulturell und gesellschaftlich sehr bewegte Demokratie. Nun ist es in Spanier zu sein. Die Movida bringt Umbrüche und Freiheiten. Es ist die Zeit der Almodóvar-Filme, der Fura des Baus, einer katalanischen Avantgarde-Theatergruppe und der El Víbora-Comics, deren grafische Kühnheit den jungen Zeichner, der ich war, faszinierte. Es war großartig. Doch mit 18 Jahren muss ich mich entscheiden. Bleibe ich Spanier oder werde ich Franzose? Was tun? Es war, als müsste ich zwischen Mama und Papa wählen. Ich wollte Franzose und Spanier sein. Aber das war nicht möglich. Also wurde ich Franzose. Laurent war glücklich, Lorenzo unglücklich. Eines Tages erhalte ich 2 Steuerbescheide. Für Laurent, der seine Steuern nicht gezahlt hatte, und für Lorenzo, der sie gezahlt hatte. Mein bürgerlicher Name ist Lorenzo, also wurde ich Laurent an diesem Tag los. Mit der Zeit hörte man in Mâcon-Straßen immer seltener Spanisch. Nach und nach starben die Älteren, die erste Generation, Paquita, Paco, Eulalia, Antonio und all die anderen. Heute spricht man in Mâcon praktisch kein Spanisch mehr. Die Kinder dieser Generation sind vollständig in die französische Gesellschaft integriert. Als Kind spanischer Eltern kann man mit etwas Glück Premierminister oder Bürgermeisterin von Paris werden. Ich fühle mich weiterhin als Franzose und Spanier. Hasta la muerte. Meine Kinder sind Franzosen und Deutsche. Aber das ist eine andere Geschichte.